Hallo Freunde, willkommen zurück zu einer Runde Hausflipper. In der letzten Folge habe ich hier die Küche neu eingebaut. Sieht ziemlich schnuckelig aus, finde ich. Und wir haben das Haus einer älteren Dame, das an, ich glaube, ihre Enkelin vergeben wurde, einmal aufgefrischt und somit relativ viel Geld verdient. Über 18.000 Dollar. Jetzt habe ich 110.000 Dollar auf dem Konto. Das dürfen heute aber gern noch ein paar mehr Dollar werden. Wir schauen mal, was es für Aufträge gibt und ob wir das relativ zügig vielleicht einmal abhandeln können. Und dann würde ich mir doch vielleicht auch doch noch mal die Immobilienangebote ansehen. Mal gucken, was haben wir denn hier? Haus zur Renovierung. Nach dem Tod meiner geliebten Frau habe ich unser altes Haus verkauft. Es waren da zu viele Erinnerungen, deswegen habe ich ein neues gekauft. Das müsste renoviert werden. Erst einmal muss man aufräumen, Heizkörper anbringen. Ich habe keine Kraft mehr, möchte so schnell wie möglich aus dem alten Haus ausziehen. Das Leben dort ist schmerzvoll für mich. Das kann ich verstehen, doch um auszuziehen, müsste das neue Haus fertig sein. Die beiden Töchter werden dort leben. Streichen Sie bitte die Wände in Ihren Zimmern mit hellblauer Farbe. Wollen wir mal gucken. Wir nehmen den mal an und schauen mal, wie lange das dauert, ob das vielleicht relativ zügig vonstatten geht. Klang ja jetzt nicht so, als würde ich alles einrichten müssen. Ah ja, Mensch, das geht ja schon gut los hier. Oh, mich glatt wieder ausgesperrt. Okay. Ja, einmal Begehung machen. Es sind doch ein paar mehr Zimmer, als ich dachte. Aber zumindest keine Möbel. Und wenn wir hier nur sauber machen müssen, dürfte sich das ja einigermaßen in Grenzen halten. Badezimmer. Und noch ein Zimmer. Okay, ja, dann fangen wir mal schnell mit dem Saubermachen an. Da sind wir zum Glück mittlerweile relativ flott unterwegs. So, das war's hier, glaube ich, schon, ne? Mal den ganzen Müll weg. Zack, zack, zack. Da muss ein Heizkörper ran. Komm, wenn wir hier schon drin stehen. Haben Sie einen Heizkörperwunsch? Standard, ne? Hier kommt das kleine Zimmer, da kommt so ein Standardheizkörper hin. Montieren können wir ja mittlerweile ein Glück auch um einiges schneller. Da geht noch was, ja, aber es geht ja schon relativ flott von der Hand mittlerweile. Muss ich eigentlich Fenster putzen? Natürlich muss ich Fenster putzen. Jetzt geht es wieder los mit dem Fensterputzen. Aber wir sind ja Profi-Fensterputzer. Mit diesem wunderbaren Gerät geht das einfach zack, zack von der Hand. Streiche mit dem Farben schläfriges Blau. Machen wir das auch eben. Dann haben wir. Ach doch, hier müssen Möbel rein. Guck an. Nehme ich gleich L? Ich glaube, hier reicht M. Aber das scheint wieder ein Auftrag zu sein, der gutes Geld bringt. Das dann natürlich gerne gemacht. Ich hoffe, das Streichen levelt sich relativ schnell nochmal. Weil das ist schon ein Game Changer hier mit der Geschwindigkeit. Das sagt mir zu. So, wird doch. Oh. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob M reicht. Vielleicht hätte ich doch den größeren Eimer nehmen sollen. Guck mal, der ist nämlich fast schon leer und ich muss noch das Stück machen.
Vielleicht habe ich mich verschätzt. Ich sollte nicht immer so geizig sein hier. Ah, das sieht man nicht ganz so gut aus. Da kriege ich noch was raus. Nee, der ist leer. Oh, ärgerlich. Wie ärgerlich. Na gut. Dann gib mir noch mal so einen kleinen davon. So ein Töpfchen. Beim nächsten Mal nehme ich einfach immer gleich die großen Eimer. Was soll das? So. Ist schon relativ starker Blauton, ne? Eigentlich. Der ist schon recht leuchtend. So, irgendwo fehlt noch was. Wie? Wo denn? Wo habe ich nicht richtig gestrichen? Eigentlich? 2% fehlen. Frage ist nur, wo fehlen die 2%? Ich sehe das gerade nicht. Ah, da. Ha. Hab's. So. Sehr schön. Rest verkaufen. So, was soll hier rein? Zeig mal her. Ein Bett, ein Computertisch, ein Stuhl, ein Schrank und ein Buffet. Fangen wir mal mit dem Bett an. Ja, machen wir so Schäfchen drauf. Hm? Was gibt's noch? Keine Ahnung, wie alt die Kinder hier jetzt sind. Na, lassen wir das mal mit den Schäfchen. Machen wir mal sowas hier. Ja, Matratze lieber klassisch weiß. So, Bettgestell. Dunkle Eiche, Fichte. Wobei bei den Aufträgen hier kann man ja eigentlich so im Standard durchgehen, oder? Wir nehmen mal graues Holz. Das ist, glaube ich, ganz, ganz nice. Zu dem Blau. So ein Schreibtisch soll hier rein. Ein Schrank soll hier rein. Der Schrank könnte, wenn da der Schreibtisch hinkommt. Das Bett ist eigentlich ja gemacht für die Ecke hier, oder? Oder das kann auch so in den Raum stehen. Das ist doch ganz gut. Und dann kann dieses Buffet daneben. So. The Buffet. So, wir haben jetzt dunkles Holz genommen. Ne, graues Holz haben wir genommen, oder? Ja, das sieht doch so aus. Dann wird es der Nachttisch quasi. Ein Computertisch. Den stellen wir. Hier. Passt das hier gegenüber? Wird ein bisschen eng, ne? Aber wir machen das trotzdem. Den Stuhl. Ein grünen Stuhl. Beißt sich das sehr? Beißt sich schon ein bisschen mit dem Blau, aber irgendwie ist es auch cool. Kriegt einen grünen Stuhl. So. Und jetzt noch den Schrank hier rein.
So. Der Raum ist ready. Okay, das passt jetzt nicht mehr so ganz hier mit dem Weiß. Naja. Erster Raum fertig. Badezimmer. Was machen wir hier? Reinigen und Geräte montieren. Ah, das hat aber schon mal besser hingehauen. So, was ist denn hier dreckig? Mach mal die Tür zu. Ach, da oben. So, das war's aber, oder? Jo. Dann noch die Heizung hier ran. Da gibt's ja ein Glück nur eine Variante. Ja, schön über die Lüftung hier. So, wenn ich da vom WC bin, dass das so einigermaßen passt. Und das Ventil noch aufdrehen. Perfekt, Badezimmer check. Dann einmal den Flur reinigen. So, hier ist eine Verschmutzung. Ist hier auch irgendwo Verschmutzung im Flur? Nee, sieht nicht so aus. Die sind beide ready. Da sind wir durch. Dann einmal die Küche. Oh Gott. Mach mal kurz zu. So, nur noch Fenster reinigen. Ja, das geht doch flott von der Hand. Als ich reingekommen bin, dachte ich erst, oh Mann, da hast du dich verschätzt. Das ist ja ein Riesenauftrag. Aber geht eigentlich sogar. Machen wir den hier vorne. Ja, wir sind zügig und effektiv hier bei uns im Unternehmen. Da gibt es nichts zu meckern oder zu bemängeln. So, andere Seite noch. Ha! Schläfriges Blau. Auch hier, das ist dann wahrscheinlich das zweite Kinderzimmer. So, L. Ich nehme gleich L. Fangen wir hier über der Tür an. Ich denke, das ist sinnvoll, hier mit dem großen Eimer reinzugehen. Wobei, das Zimmer ist jetzt wieder ein Ticken kleiner, oder? Würde ich mal behaupten. So. Na, willst du wohl? Er will nicht. Warum nicht? Jetzt. So, das hier nicht vergessen. Hey, das wäre doof. Ach, bei dem Game fährt man so schön runter. Das ist echt super. Ich freue mich tatsächlich ein bisschen darauf, mich dann mal an einer gekauften Immobilie zu probieren. Plan ist, da erstmal klein einzusteigen. Also auch von unten nach oben hocharbeiten. Egal, ob man hier jetzt schon mehr Kapital hat zum Start. Erstmal reinkommen.
Weil ich nehme an, da muss ich dann ja wirklich alles selber entscheiden und reinbauen. Da habe ich dann ja nicht mehr so schöne Vorgaben wie hier, wo ich einfach abarbeite nach Kundenwunsch. Da muss ich dann entscheiden. Heizung. Und wenn ich dann zum Beispiel vergesse, eine Heizung einzubauen, ja, dann ist doof. So, was kommt hier rein? Bett, Computer, Tisch, Bürostuhl. Ach, die kriegen das Gleiche. Stellen wir erstmal den Tisch vielleicht. Der passt, glaube ich, sehr gut hier hinten. Und das Fenster in dem Fall. Dann der gleiche Stuhl. Die kriegt auch ein Grün, damit sie auch überhaupt gar nicht irgendwie dieses Problem zwischen Geschwistern gibt. Ja, das finde ich aber cooler. Ich will das auch. Gleiche Bettwäsche. Da haben wir Weiß genommen. Und hier haben wir graues Holz genommen. Oh, das ist aber das kleinere Zimmer hier, ne? Kommt das Bett dahin? Dann erstmal den Schrank in diesem Fall. Den würde ich, weil der ist ja doch big, würde ich dahin stellen. Ins Eck. In der Hoffnung, dass der hier daneben passt. Jawohl. Sehr gut. Zimmer fertig. Oh, böse blaue Lampe hier. So, hier im Flur sind wir auch durch. Haben wir hier irgendwas zu tun? Reinige die Verschmutzung. Wo ist denn hier eine Verschmutzung? Wahrscheinlich wieder hier oben irgendwo. Oder zählt hier irgendwie ein anderer Raum mit zu? Mal kurz hier reinigen und gucken, ob das Einfluss hat. Ja, montiere die Geräte. Heizung. Das ist ja schnell gemacht. Ah, die kommt da so in die Ecke. Kommt man zwar schlecht dran, um die Handtücher aufzuhängen, aber ist okay. Check, Badezimmer ist durch. Was haben wir hier? Fenster reinigen. Oh, das große Fenster. Da machen wir mal hier die Doppeltechnik. Streiche mit den Farben Grau und königliches Blau. Ja gut, dann machen wir das genau so. Das Grau kommt hier außen, das Blau kommt dahin. Dann reichen M&M, würde ich meinen. Wo ist mein... Da ist mein Pinsel. So, blau. Ist schon witzig, wie immer die Farbe über Farbe gezogen wird. Einfach mal vermischt. Habe ich eigentlich irgendwelche Verbesserungen schon wieder? Oder Behandlungen? Behandlungen. Anforderungen der Aufträge minus 2, minus 5. Preis verhandelbar. Oh, das nehmen wir mal. Mal gucken, ob mir das dann was bringt, wenn ich eine kleine Immobilie erwerben möchte.
Bin gespannt, wie das mit dem Grau zusammenwirkt. Oh Gott, oh Gott, ich häng im Farbeimer fest. Zwischen Farbeimer und Lampe. Oh nein. Komme ich von hier an die Wand? An die schon, aber die da hinten nicht. Danach könnte ich... Oh, nee, ey. Oh, wie blöd ist das denn? Ich komme hier nicht weg. Aber jetzt muss ich den echt verkaufen, damit ich hier wieder loskomme. Und dann muss ich noch so einen kleinen Farbeimer nachkaufen. Oh, das ist jetzt... Ich kam da nicht weg. Also, aufpassen, beim nächsten Mal die Eimer nicht unter so eine große Lampe stellen. Das war jetzt sehr unnötig hier. Das ist ärgerlich, aber okay. Was willst du machen? Bin ich schon wieder auf den Eimer draufgelaufen? Ja, fast. Vielleicht hätte ich das Grau doch eher auf die Innenseite bringen sollen. Na. Ist schon echt ein kräftig dunkles Grau, ne? Ich habe gedacht, das ist vielleicht ein bisschen heller. Ein bisschen freundlicher. Aber gut. Wenn der Kunde das so möchte, dann soll das so sein. Ich hoffe, dass im Wohnzimmer nur noch sauber gemacht werden muss, nicht gestrichen oder so. So, streichen ist fertig. Perfekt. Eine Heizung. Sollt ihr bekommen. Hier könnte ich auch die lange reinsetzen, ne? Egal, die reicht, glaube ich. So riesig ist der Raum ja nicht. Doppelbett Hermes, also Ikea, okay. Ein Schrank Vira, doppelte Kommode Mall und ein Regal Lim. Starten wir mal mit dem Bett. Finde ich ganz okay in dem dunklen Ton. Bett könnte man jetzt hier so platzieren. Und den Schrank gegenüber. Würde ich sagen. Machen wir mal. Ich stelle es erstmal so ein bisschen mittig und dann gucken wir mal, wie viel Raum wir hier noch haben. Oh, der Schrank muss dann aber auch dunkler. Ist das zu dunkel oder passt das dazu? Nee, das passt gut. Kommt der Schrank hier ins Eck? So. Was war jetzt noch? Hohes Regal und eine Kommode. Das hohe Regal. Ist es das? Ja. Das hohe Regal. Theoretisch könnte man das auch hier hinten so hinstellen. Nee, das kommt hier hin. Machen wir so. Und die Kommode. Müsste hinkommen, ne? Verdeckt so ein bisschen die Steckdose. So.
Weiß nicht, ob mir das mit der Kommode hier an der Tür so gut gefällt. Ich könnte auch das Bett noch weiter in die Ecke schieben und das Regal dahin packen. Aber ich fürchte, der Raum wird nicht ganz reichen für das Regal. Da passt das Regal nicht hin. Und den Schrank könnte man vielleicht noch drehen. Dann nimmt er da nicht ganz so viel Raum. Aber dann ist er so gequetscht hier, ne? In der Ecke. Das war vorher schon besser. Das war hier dann doch schon besser. Oh, jetzt habe ich ihn so vors Fenster gestellt. Der passt halt auch genau nur hier ins Eck rein. Na, so. Ja, so richtig gut steht er dann nicht. Aber das bleibt jetzt so. Das können die ja noch umstellen, wenn sie wollen. Ist erstmal alles drin. So, was haben wir hier? Oha. Hier waren die Hottentotten. Hier ist auch so ein Schrank verbaut. Achso, die haben das hier so zusammengestellt. Okay. Dann einmal den ganzen Schmutz hier weg. Hier auch direkt mit erledigen. Wo ist denn hier noch? Okay, und irgendwo ist hier noch Schmutz. Wahrscheinlich hier in der Tür. Jo, das war's. Okay. Nee, irgendwo ist noch eine. Er ist zu 95% gereinigt. Wo ist denn hier noch Schmutz? Wird mir nicht angezeigt. Jetzt ist er weg. Jetzt habe ich ihn erwischt. So, einmal die Fenster. Wow. Ja, das war nötig. Sehe ich ein. Krass. Hier wahrscheinlich auch. Ziehen wir das einmal schnell durch. Damit die sich hier auch wohlfühlen. Wie viel freundlicher das gleich wirkt. So, Heizung machen wir gleich. Jetzt erstmal die hier. Komme ich da so ran? Hier packen wir mal die lange hin. Oder auch nicht. Perfekt. Wohnzimmer ist wieder tipptopp. Und dann müssen wir hier hinterm Sofa, nehme ich an, noch eine Heizung montieren. Das schieben wir einfach nur kurz nach vorne. Und dann dürften wir eigentlich durch sein. Also der Auftrag davor hat 18.000 noch ein bisschen gebracht. Und ich würde sagen, der hier ist eigentlich ähnlich gelagert vom Aufwand her. Ich kriege das Sofa nicht wieder so weit in die Ecke, wie es vorher war. Naja. Hier werden jetzt 11.000 angezeigt. Aber ich habe auch hier, ich habe zwei Räume eingerichtet mit Möbeln. Ne, drei sogar. Also in der Theorie müsste es hier eigentlich mehr Geld geben. Wahrscheinlich waren die Teile günstiger. So, ja, $11.360 und 13, was haben die, Cents, Pennies, wie auch immer, ich weiß es nicht.
Perfekto. 118.000 auf dem Konto. Na dann wollen wir doch vielleicht mal einen kleinen Blick in die Immobilien werfen hier. Auf die Immobilien. So, im Besitz, unser erstes Büro. Das würde uns jetzt schon 28.000 Dollar bringen. Okay. Aber das ist, das geben wir nicht her. Wir brauchen auch kein größeres Büro. Das hier bleibt erstmal unser Office. Sieht irgendwie ganz ähnlich aus hier, ne? Das Campinghaus, ehrlicherweise. Campinghaus, verbranntes Haus, verlassenes Haus. Alle relativ ähnlich in der Preisstruktur. Wir arbeiten uns aber mal Stück für Stück hoch. Campinghaus, so. Oh, sogar mit Bildchen hier. Guck mal. Ein kleines Haus auf einem großen Grundstück, renovierungsbedürftig, aber komplett ausgestattet. 32,19 Quadratmeter. Drei Räume. Oh Gott, schluck auf. Oh. Schlimm. Wir kaufen das jetzt. Die erste Immobilie, die wir kaufen, Freunde. Du hast ein neues Haus gekauft. Möchtest du jetzt dorthin gehen? Wenn du jetzt im Büro bleiben möchtest, kannst du jederzeit zu deinem neuen Haus gehen, indem du die Pforte benutzt. Nö, wir wollen mal hinwechseln und schon mal reingucken. Allerdings konnte ich jetzt gar nicht verhandeln, ne? Habe ich doch geskillt, dass ich eigentlich verhandeln kann. Na gut. So, auf der linken Seite siehst du die Miniaturen der Käufer. Sie werden immer wieder mal deine Handlungen kommentieren. Beachte besonders die Käufer an der Spitze. Je zufriedener sie sind, desto mehr werden sie zahlen. Was heißt denn an der Spitze hier oben? What a big mess. Okay. Na, dann zeig ich mal her. Oha. Ab wann kann man denn wohl Rasen mähen eigentlich? Es ging doch irgendwie auch Unkraut jäten und so, ne? Kann ich das noch nicht, oder? Ich würde ja auch gern was im Garten machen. Das sieht nämlich brutal schlecht aus. So, erstmal den Müll hier vor der Tür weg. Ist ja grauenvoll. So, schon ganz anderer Eindruck. Dann machen wir mal... wie das da raussifft. Okay, Nachbarschaft... Ja, freundlich, würde ich sagen. Konservativ. Mal drumrum. Ein paar Bäumchen im Garten. Ist hier noch irgendwo Müll? Nee, okay. Dann werfen wir erstmal einen Blick rein. Einmal kurz begehen. Okay. Schreibtisch kenne ich. Sehe ich denn auch irgendwo die Wünsche der Leute? Das ist mal brutal dreckig. Schönes Grün. Wasserflecken. Sauber. Da haben wir ja ein Schmuckstück gekauft. Ganz groß. So, ich fange erstmal von außen an. Guck mal, wie viel freundlicher das gleich wirkt, wenn man hier schon mal so ein bisschen von außen die Fassade reinigt. Na, wieso komme ich da nicht ran? Ah, jetzt. Sehr gut. Ist es Grünspan? Das war Grünspan, oder? Kann ich eigentlich von außen... Oh ja, ich kann auch von außen die Fenster reinigen. Sehr gut. Das Fenster ist auf der anderen Seite dreckig. Ja, toll. Kann ich doch nicht. Schade.
Das macht bestimmt schon viel auf. Einmal kurz aufräumen und es ist sauber. Hier ist noch an einigen Stellen dreckig. Ja, mal easy. Ich muss ja erstmal einmal rum hier, Leute. So, ich glaube, ich habe die ganzen dreckigen Stellen, oder? Nee, da war noch eine. Okay, von außen haben wir es schon mal. Ach, hier ist gar nicht dreckig. Da mal ran an die Fenster. Dass hier ein bisschen Licht reinkommt. Müll, 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 Müll. Irgendwo liegt hier. Angeblich liegt hier noch Müll. Was ist hier Müll? Ach, da oben. So, hier drin kann man sich praktischerweise einfach einmal drehen. So, Fenster. Sehr gut. Sieht doch gleich ganz anders aus hier. Rüber gebonert. So, das wird den Verkaufspreis doch schon immens gesteigert haben. Wo fange ich an? Bestandsaufnahme, würde ich sagen. Kurz Schluck trinken. So, was können wir hier machen? Küche. Bad und der Rest muss tatsächlich hier stattfinden. Die haben untergebracht zwei kleine Kommoden, einen Schrank. Mal kurz wirken lassen. Packe ich hier wieder ein schmales Bett rein oder ein breiteres? Man könnte hier ein breiteres Bett reinstellen, hier einen Schrank. Kleine Kommode oder hier eine kleine Kommode, Schreibtisch. Das Werkzeug wird verkauft, würde ich sagen. Wir machen hier nur so eine Grundausstattung rein. Okay. Fangen wir hier mal an. Erstmal alles raus. Das ist alles so runtergerockt, das kann nicht hier bleiben. Keine teuren Sachen. Ich brauche ein Schlafzimmer in meinem Haus. Ich brauche ein Schlafzimmer, nur eins, wie ohne Bett. Ja, Moment. Sogar ein einfacher Teppich ist eine tolle Ergänzung für ein Haus. Ja, sehe ich ein. Aber erst einmal kommt hier alles weg. Die Lichtschalter gehen eigentlich noch, ne? Farbe. Wie machen wir Farbe? Man muss ja bei so einem kleinen Raum echt aufpassen, ne? Wir entkernen erstmal alles. So, Dusche war hier, ist hier links. Da ist der Anschluss. Hier ist Waschmaschine, Toilette, Waschbecken.
grauenvoll. Und in der Küche Waschbecken unter dem Fenster. Hier ist eine Herdplatte. Ja, mal schauen. Das ganze Geschirr. Ich überlege, ob ich... Das stelle ich erstmal auf eine Fensterbank. Oder ist das durch? Das sieht ja eigentlich noch ganz passabel aus, würde ich sagen. Kann man das hier nicht hinstellen? Doch. So, Tassen. Na nö. Zu wenig Platz. Da geht's doch. Noch ein Teller. So leicht schräg. Okay, cool. Messerblock. Geht nicht? Warum nicht? Kommt er da unten hin? Den kann man auch erstmal einbehalten. So, dieses ganze Kleinzeug behalten wir mal hier. So. Und der Rest kommt weg. Ach, das war so eine fertige Küchenecke. Okay. Einzelne Regale, alles klar. Lampen. So. Dann haben wir unsere erste eigene Immobilie so weit entkernt, dass wir hier beim nächsten Mal einsteigen können. Und gucken können, was wir daraus gemacht bekommen. Das machen wir jetzt natürlich hier nicht mal eben hoppladihopp. Das wird ja ein bisschen brauchen. Ist soweit aufbereitet, Fenster sind geputzt. Ich denke mal, dass wir hier ganz dringend an die Fliesen und den Boden ran müssen. Hier muss frisch gestrichen werden. Hier auch. Und dann bauen wir das Stück für Stück wieder auf. Neben den Aufträgen, die wir zu tun haben. Sehr cool. Bin gespannt, wie viel das am Ende bringt. Wir haben es jetzt, ich sag mal, knapp für 35.000, glaube ich, gekauft, ne? Und dann wollen wir mal gucken, was da am Ende bei rumkommt. Cool wäre natürlich, wenn ich Gartenarbeit machen könnte, aber irgendwie geidert noch nicht. Vielleicht kommt das noch. Gut, dann springe ich mal zurück zum Office erstmal. Zurück zum Büro. Dank euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich bin gespannt, was wir dann aus dem kleinen Häuschen machen. Da gucken wir dann beim nächsten Mal rein. Ja, dann würde ich sagen, lasst mir gerne einen Daumen da, schreibt mir gerne einen Kommentar, lasst mir gerne ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, ciao.